Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir müssen jetzt aus diesem Haus noch entkommen, aus diesem Laden hier entkommen. Angeblich sind hier ganz viele Cops noch rum unterwegs. Bisher sehen wir noch keine. Das kann Tony nicht überlebt haben. Denkst du, das macht mir Angst? Ja, sollte. Jemand, der ist mit dir. Gute Nacht. So, weiter rein geht's. So. Eigentlich würde ich jetzt mal gerne die Sachen ein bisschen aufräumen hier. Wo ich gerade ein bisschen Luft habe. Hier ist nämlich noch Kohle ohne Ende. Und eine schussrichtige sichere Weste. Wunderbar. So, dann hauen wir jetzt mal ab. Der Typ ist tot. Zielt weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl. Steh auf und sieh nach, ob er noch da drin ist. Ja, Mann. So, kann ich die Kollegen holen? Ich brauche eine Crew in der Innenstadt. Brauchst nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. So. Ich werde ihn aufstöbern. Komm mal, Kollege. Es war irgendwann gut. Oh, auf die. Scheiße, bloß weg hier. Weg hier. Auf. Ich bin jetzt gerade komplett erschöpft. Aber garantiert auch nicht. Der ist tot, der eine. Der wurde vor allen Dingen erschossen. So. Bitte tut mir nicht weh. Bitte. So viele sollten jetzt nicht mehr da sein. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. So, jetzt verpiss ich mich mal hier. Alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Ich hoffe, ich hau mit der Karre. Der Ka. Ah, war mir klar, dass einer noch entgegenkommt. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu ver. Zum jetzt entkommen oder was? Sind wir jetzt hier komplett raus oder was aus der Sache? Allege der Tony DeRacio abgeschlossen. Ich dachte, ich hatte noch so ein bisschen mehr zu tun gehabt. Gut, bringen wir es hinter uns. Tony DeRacio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Kavar Construction, die falschen Baustellen, das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Ich bin in erster Linie Geschäftsmann. War ich schon immer. Darum hast du mir den letzten Bezirk anvertraut und darum sollte ich auch hier die Läden übernehmen. Ich weiß, was ich tue und ich will es auch weiterhin tun. Keine Ahnung, wieso du mich klein hältst. Aber wenn du mir diesen Stadtteil überlässt, ist alles vergessen. So schlecht ist mein Gedächtnis nicht.
Letztes Mal hast du mich hängen lassen. Der Bezirk ging an wen anders. Aber du hast Glück. Du kannst diesen Fehler heute wieder aus der Welt schaffen. Nicht den Kopf verlieren jetzt. Vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich habe alles getan, um Paula zu ehren. Kannst du dich revanchieren? Du spielst... Teile, was du hast, Linker. Greco dachte, er hätte mehr Hirn. Überleg dir das gut, Junge. Jetzt mach schon. Wir haben jede Menge zu tun. Mavito. Der hier geht an Skelette. Wenn du glaubst, diese Wichser würden an deiner Stelle auch so viel Rücksicht auf dich nehmen, dann tickst du nicht mehr ganz richtig. Alles gut, Junge. Alles gut. Die Drecksarbeit soll ich für dich machen, aber mitreden darf ich nicht? Ganz böser Fehler, Junge. Das war's. Reicht erstmal. So. Dann haben wir das auch. So. Ah, ich kann jetzt 4 Spritzen tragen. Okay. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, was haben wir dann als nächstes? Triff dich mit Donovan. Können wir das überhaupt noch? Moment. Ziel auswählen, ja, doch, das war richtig. Okay. Dann quatschen wir mit Donovan. Ich brauche ein Auto vor allen Dingen mal. Weil der da steht. Oder einen der Wagen, die da stehen. Das sind unsere Leute, die quatschen sowieso nicht. Aber wenn die die Kopf rufen, dann weiß ich nicht. Insider, du hast die Konsuliere um einen Insider ergänzt. Ab jetzt kannst du auch ohne Abhörgeräte alle Gegner in der Nähe an der Informationsansicht sehen. Würde sie anrufen, sammeln die Konsuliere automatisch deinen Kickback für dich ein. Nachdem du jetzt Tony DeVasey aus deinem Penthouse-Fenster befördert hast, ist es an der Zeit, sich um das Arschloch zu kümmern, dass er seine Kohle abgedrückt hat. Selbst Bruder, den Capo des Fansport, Onkel Lou Marcano. Tom Marcano ausgelöscht war dein erster Schlag gegen Sam Marcano, indem du jetzt Lou vorknüpfst, worauf es herum nicht nur seine wichtigste Geldquelle, du reißt auch dem Fansport das Herz aus. So, Story-Auftrag freigeschaltet, Drogen. Okay, Sex, Drogen und Rock'n'Roll wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich jetzt nur kurz eben was holen. Und zwar das erste Hilfsset, was wir hier haben. Moment, ich muss mal kurz eben aufräumen. Offen. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Geschäft ausräume. Klatsch. So. Ich hoffe, es bekommt jetzt gerade keiner mein Auto. Nein, oh, das Auto, was davor steht. Okay, gut. Dann haben wir das erste Hilfeset geholt. Wunderbar. Dann holen wir uns jetzt das Auto zurück. Was war da hier stehen? Unser Auto zurück.
Und die nächste Mission ist mit Harold Cowley reden. Okay, das wäre das. So, gucken wir mal weiter auf die. Ach, okay, dann fahren wir da noch eben hin. Oh, da können wir nämlich wieder eins holen. Woher machen wir das in der Folge hier? Ich wollte nur eben kurz das erste Hilfeset holen. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges erlebt in dieser Folge. Das ist auch ein paar Minuten Sinn natürlich. Wie gesagt, wir haben jetzt vier. Wir haben jetzt tatsächlich. Gucken wir gerade mal auf die Abschlussliste. Das sieht ja mittlerweile auch schon wieder relativ abgeräumt aus. Wir haben jetzt tatsächlich schon fünf Leutnants geholt. Und den ersten Capo, damit Tommy Marcano, den haben wir ja auf der, in den Boxring geholt. Wer nennt sich? Folge 41, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also so ewig lang ist es nicht hier. Der nächste ist Onkel Lou Marcano. Und dann fehlt uns noch einen, wahrscheinlich die Mutter oder die Schwester, wie auch immer. Oder die Tochter, irgendwie so weiter. Also sieht nach einem Mädel aus, was da rumläuft. Und der letzte unbekannte Leutnant fehlt uns auch noch. Also es sind noch drei Gegner und dann können wir uns den Boss holen. Also wie gesagt, ewig viel haben wir auch nicht mehr abzuarbeiten. Das ist cool. Wir kommen auf jeden Fall mittlerweile sehr gut durch die Story durch. Und es macht auch wirklich Laune, dieses Spiel. Auch wenn es ein bisschen was älter ist, aber es macht wirklich extremst Laune. So, jetzt fahren wir kurz zu Harold Cowley. Mit dem müssen wir noch kurz quatschen. Und dann machen wir Feierabend. Und dann sind wir nämlich durch mit dieser Aufnahmesession. So, die Kopfrevier. Sollten wie gesagt auch keine Pressedings mehr auftauchen, weil ja, da sind wir ja schon mit durch. Und unnötig irgendwelche Ärger wollte ich auch nicht machen. Wir haben schon so viele Punkte hier mittlerweile abgearbeitet. Also viele Gebiete können mittlerweile schon an. Also ich bin echt gespannt, wie das Ende sein wird. Definitiv. Da waren gerade einige. Ja, das ist Grand Royal. Das könnte auch das Hotel sein. Vor uns steht ein Kopfwagen. Also ewig will ich jetzt nicht. Moment. So, wir parken kurz eben hier. Wie geht's? Pass auf! Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse ist. Ja. Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im Frenchport eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fix sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einen Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Schön, dass es endlich aufklärt. Gut. So, wir haben wieder einige Aufgaben. Unter anderem wieder einige Kuriere. Unter anderem. Okay, das wäre die nächsten Teile. Was haben wir hier? Da ist wieder aber irgendwas. Also, wir haben drei Leute auf jeden Fall. Das ist machbar alles. Und diese zwei Dinger da noch. Ne? Also, ein bisschen haben wir was zu tun. Das ist nur dieses Viertel hier. Das ist das Gute.
Aber den Teil, würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Mafia 3. Und dann würde ich mal spontan sagen, wir fangen mit dem Teil hier an. Und das, aber wieder, das machen wir im nächsten Part. Bis dann und tschüss.